So. Jetzt haben wir einen Bratwurst-Chip, aber ich glaube, einen Chip können wir doch auch hier reinpacken. Okay. Dann einfach nur Bratwurst-Typ. Bratwurst-Chip, Bratwurst-Chip, Wurstbot. Dann schauen wir mal. Wurstbot aktiv. Wurst. Kann ich für Sie Wurst? Was gibt's denn so? Was gibt's denn so? Nichts. Essen alles alle. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Eine Wurst bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, dass hier jetzt ein Wurststand. Packte dich nicht darauf rum. Die Sache ist so schon demütig genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Kannst du nochmal nachgucken? Noch einmal nachgucken. Na gut. Hier, guck mal. Es scheint ein Wurst zu sein. Okay, kann ich so da reingreifen? Sicherung. Die Sicherung kann ich doch jetzt sicher in den Steckplatz hier reinpacken. Okay, aber die Sicherung kann ich nicht mehr rausnehmen, ne? Ich kann nur die Klappe schließen. Sehr gut. Entchen. Hier läuft gar nichts. Gib mir ein Entchen. Okay, weiter nach links. Und da nimmt er sich jetzt den Hammer, oder? Nee. Oh, die Kralle ist unten. Oh, ich kann dem Hammer in die Hand geben. Okay. Und zack. Und ich weiß nicht, was das bringen soll, aber... Gehen wir hier hin. Öffne dich! Ups. Yes! Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr. Zersetzung? Okay, aber hier haben wir eine Magnetangel. Sehr gut, und mit der gehen wir zur Achterbahn. Da können wir uns den Schlüssel holen. Dann kommen wir da ran und können mit Chronicle erstmal da rausholen. Na, dann wollen wir mal. Teilaufgabe 1 bestanden. Ha, es hat geklappt, meine Seele. Die gebaute Magnetangel war trotzdem cool. Die ich aber noch nicht kenne, mein guter Rufus. Die kennen wir nicht. So. Hilfe! Hilfe! Kleingeld! Yes! Okay, ach da, Bremse. Sehr gut. Hilfe! Nicht gerade eine Punktlandung. Aber was soll's? Okay, das bedeutet Bremse wieder ziehen und dann... Genau darum heißt es Spaßbremse und nicht Spaßgaspedal. Kann aber nicht nochmal wieder anmachen, oder? Wie... Ach so, ich kann jetzt nach oben. Ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss.
Das ist nicht gerade hilfreich. Hier, nimm mal die Bowlingkugel. Das kann mich unter Umständen interessieren. Unter welchen Umständen? Unter anderen? Bingo! Sehr gut. Das hier könnte dich unter Bingo! Du musst loslassen! Ich kann nicht! Doch, das klar. Geht! Unter dir ist nur Wasser! Ich kann trotzdem nicht! Schon gut, ich lasse... Dafür, dass er Höhenangst hat, trifft man ihn unverhältnismäßig oft am Rande irgendwelcher Abgründe. Das ist gar nicht... Ja. Damit kennt er sich, da geht es... Romantik. Ah, Moment! Erstmal Kleingeld... Kaugummiautomat. Sind 4 Münzen gewesen. Alles klar. Jetzt müssten wir dann 3 Münzen haben, ne? Da ist ein Ring drin. Mit etwas Glück. Mist. So, da ist ein Kaugummi. Dann nehmen wir uns den erstmal. Das habe ich ausnahmsweise einmal ehrlich erstanden. Mit Geld, das ich ehrlich gefunden habe. Nachdem ich ehrlich in das Kassenhäuschen eingestiegen bin. Genau, Rufus. Diesmal krieg ich den Ring. So. Noch ein Kaugummi? Okay. Komm schon, Ringo. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, hier. Nimm dir erstmal die Kaugummis. So, und dann haben wir noch eine Münze und der kommt garantiert immer noch nicht raus. War ja klar. Ja, natürlich. Das war zu einfach. Okay, da ist der jetzt. Ah, da liegt der Ring ja. Nein! Oh. Bleib stehen, du Milbenplantage! Nö! Das ist doch jetzt nicht, diese blöden Wombats. Immer funken sie einem dazwischen. Oh Gott, die guten Wombats. Also dann, Mann, ein unsportlicher Kampf. Mann gegen Wombat, ein unsportlicher Wettkampf. Warte, auf! Andererseits, wenn ich diesen Bombard ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Vielleicht solltest du... Also dann, Mann gegen Wombard. ...dir den Weg markieren oder so. Natürlich. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können, oder? Okay, ich glaube, der... Guck mal kurz nach links... Bringt das noch irgendwas? Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Okay. Gut, dann können wir mal das Drosselglied in den Wurstspot einbauen. Damit er mich noch lang fällt. Können wir da irgendwas anderes reinhauen? Hier, gucken. Kaugummis. Das scheint die Wurst zu sein. Ja, den Gag haben wir schon mal gebracht. So. Rollingkugel. Kleines Loch. Passt wie angegossen. Aber ein besonders gutes Motiv gibt das noch nicht ab. Okay. Warte mal, Farbe. Ja gerne, aber dafür... Damit wäre außer... Außer Krümel, ja. Oh Gott, echt? Oh Gott, ja. Aha, wer sagt's denn? Wie Weingummi in Nasenloch. Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbunden. Oh Gott, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Das ist so bescheuert. Sag mal, Cheese. Glatzen sind ja innen, aber trotzdem. Kann ich mit ihm so reden jetzt? Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage, alles klar. Das wird ihn nicht interessieren. Ah. Ich sehe, du hast Talent. Stimmt, ich sollte ihren Lidschatten ein bisschen nachbessern. Besser. Ich habe eigentlich das damit gemacht. Wäre außer, außer Krümel im Mantel. So, wenn ich jetzt Bowlingkugelpolierer nochmal benutze, dann ist das wieder komplett alles weg, ne? Jawohl. Gut. Wapp, wapp, wapp. Wir weisen da. Ja, Dedelic Entertainment. Punkt. Ja,
Ich kenn. So, warum nennst du Goal übrigens Arschgesicht, du Arsch? Wenn das ein Mädchen ist, was du liebst, dann nennst du das nicht Arschgesicht, du Arschgeige. So. Dann nennst du sie nicht so rum. Hier, Zuckerherz für dich. Was hast du da? Eine romantische Geste. Ein trockenes, leicht verschimmeltes Lebkuchenherz? Und kommt von Herzen. Mach es nicht noch schlimmer und behalte es einfach. Dann tue ich dir vielleicht den Gefallen und vergesse, dass du mir das gezeigt hast. Och, Goal, sei doch nicht so. Was Besseres gibt's hier nicht. Okay, das geht nicht. Da geht auch nichts. Da geht auch nichts. Nur mit dem Herz, das geht. Was hast du? Eine und kommt. Mach es nicht, dann tue. Foto? Lächel mal. Meh. Oh, so wird das nichts. Du musst schon verliebt gucken. Cletus hatte recht. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Ach, herrje. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Zangengeburt. Wenn sie so trotzig ist oder so, ist ein bisschen süß, ist sie ja schon, ne? Okay, ich glaube, mit dem Howdy Lukas können wir nichts mehr machen, weil das würde uns ja nichts mehr bringen, würde ich denken. Ne? Bing. So, die Bowlingkugel. Okay, ich brauche jetzt noch offensichtlich Haare. Für die Kugel. Zum Steinbruch. Okay, reden wir mal mit Schrottritter. Gevattern. Redest du mit uns? Ja. Wer seid ihr eigentlich? Wir sind Legionäre. Wir haben in den Kolonialkriegen in Haldika gekämpft. Nun sind wir einfach ein paar verlorene Seelen ohne Aufgabe. Da hätte ich was für euch. Kleiner Tipp, die Affen tun es, um ihre Läuse loszuwerden. Ihr wart im Krieg, wozu? Wozu? Wir haben alle an etwas geglaubt. Wenn auch nicht unbedingt an dasselbe. Mike da drüben glaubte an seine Bestimmung. Stoxy okay. Glaubte an den Markt. Und ich glaubte, meine Ex-Frau würde mich dann nicht mehr nerven. Das hat, glaube ich, funktioniert. Sie hat die Nummer vom Legionstelefon rausbekommen. Im Krieg okay. Verliert jeder irgendwann seinen Glauben. Okay. Leidet ihr unter so einer Art Kriegstrauma? Der Krieg war hart und dreckig. Hart, dreckig und intensiv. Wo soll man hin, wenn man bereits alles erlebt hat? Es geht immer irgendwie weiter. Ich höre deine Worte. Aber du glaubst selbst nicht daran. Vielleicht haben wir mehr gemein, als es den Anschein hat. Wir stehen ja quasi an so einem Punkt, wo es gerade nicht weitergeht, weil es immer wieder zurückgesetzt wird. Aber ich hoffe, das passiert jetzt erstmal nicht. Was treibt ihr hier? Abhäng. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Doch, klar. Darum beobachten wir den Typ da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Okay. Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung okay. Für Dr. Übels Tiefkühl-Crunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Ja, die Alternative wäre undenkbar. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Lass, was du nicht tun kannst. Ja, das sage ich auch immer. Das habe ich auf jeden Fall schon öfter mal gesagt. Rufus, Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Das ist Rufus' Grab. Also, jetzt wirklich. Wow. Brauchst du für das letzte... Ich will... Und als dein... Eine echte Vision. Ja. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass... Aber es hilft. Brauchst du einen Tuschkasten?
Später vielleicht. Erstmal muss ich einen Weg aus meiner Schaffenskrise finden. Die Frage ist, welcher wäre das? Man muss kein Profi... Aber ich... Ist Hilfe, willst du gedrosselt werden? Man muss werden? Kein Profi... Okay, Kamera. Man muss kein... Aber ich... Schaut mal, es ist Kif... Ja, okay, Kifke. So, hier haben wir den Selbstauslöser. Oh, die Klappe. Die Klappe kann man aufmachen. Drosselglied? Nein, nein! So, Kamera wieder hinstellen. Hand. Ich kann die Hand abnehmen. Klar, dann reichen wir dem guten McChronicle doch mal eine Hand, würde ich sagen. Hier, nimm meine Hand. Das ist nicht deine Hand. Ach ja. Hier, das ist... Ach ja. Lustig war es trotzdem. Das hier könnte unter... Bingo. Lass endlich... Na. Lass endlich los. Nein. Nein. Wo könnten wir noch eine Hand gebrauchen? Ich Moment. Glaube, dafür wird und immun. Na, Hand? Ich glaube und ihm. Okay, haben wir da noch irgendwas in dem Raum außer die Bremse? Nee, Bremse ist Bremse, okay. Stups, stups. Puh. Hier, guck mal. Ich glaube, es ist die Wurst. So, Klappe auf. Ich würde die Sicherung gerne wieder rausnehmen, aber das funktioniert leider nicht. Mit diesen. Okay, mit dem Betrüger willst du nichts mehr zu tun alles haben. Hat ein Ende. Und meine Abenteuer auch. Wie noch eine Gelenkstange? An den Tag, als ich Wenzels Gelenkschmerzen chirurgisch behandeln wollte. Okay, Gelenkstange. Und das hierzu und vielleicht. Das lässt sich daran leider nicht befestigen. Schade eigentlich. Wäre lustig. So mit Humor und so. Kennt ihr das? Mit dem Lachen und allem? So, zum Hauptplatz geht's dahin. Wir fallen auf, aber das... Okay. Vielleicht das polieren? Wir fallen auf, aber da... Okay. Leih dir eine Hand. Das wird ihn nicht interessieren. Ah. Ich sehe, er hat Talent. Okay, gut, das ist fertig. Hier läuft gar irgendwas scheint. Irgendwas scheint zu fehlen. Ja, die Hand, die man abnehmen kann, die Mickey Mouse Hand. So, Selbstauslöser. Ein Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Ja, dann. Bowlingkugel rein. Sag mal Cheese. Wir müssen an seine Haare rankommen. Okay, wir brauchen die Hand für irgendwas. Ich nehme mal die Kamera auch mit. So, zum Steinbruch. Dann sind wir wieder hier. Man muss kein Prophet, aber es... Aber es hilft. Man muss kein... Aber... Bild der Schrottritter? Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken. Ich kann euch eine Hand geben. Was ist ein neuer... Auch nicht... Lass trotzdem mal... Lebkuchenherz? Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht... Lass trotzdem... Es lohnt sich nicht spätes. Tusche? Es lohnt sich nicht spätes. Das ist ein noch. Auch ein Lastrot. Lass trotzdem mal stecken. Wir sind einfach mal. Das ist ein neu. Auch Lastrot. Wir sind einfach mal zu blöd, um irgendwas Nützliches zu machen. So ein lahmer Haufen. Wird Zeit, dass ein bisschen Rufus ins Spiel kommt. Okay, das sagst du bei jedem. Ich verschwinde lieber, alles klar. So. Ich dachte eigentlich, mit der Hand können wir McChronicle wenigstens helfen. So, dann gucken wir hier nochmal.
Die Poliermaschine, damit können wir das Herz nicht aufpolieren. Wenn wir die Bowlingkugel polieren, ist die Bowlingkugel einfach wieder eine Bowlingkugel. Wozu auch immer hier die Gelenkstange ist. Ich guck mal, kann ich da irgendwas anderes? Okay. Ich weiß nicht. Mir gefällt das Motiv irgendwie. Ist doch witzig. Ja, ich wollte halt Haare draufmalen, du Superhirn. Die Idee ist gut. Nein, das ist meine. Und mein Gesicht, die Idee ist gut. Aber es hält nicht von allein. Damit wäre nie außer... Hey, das passt. Das könnte später nochmal nützlich werden. Und dann? Das ist bereits in guten Händen. Die Idee ist... Die Hand zeigt den Mittelfinger. Das ist bereits... Okay, ich kann die Hand aber abnehmen. Das ist gut. Großes Loch. Dann haben wir da die Bowlingkugel-Poliermaschine. Weiß aber nicht genau... Kann ich da Farben mit dem Push... Anhieb, aber das hier ist... Okay.